Guten Abend und herzlich willkommen hier in der Staubstube. Betrachten wir gemeinsam den fallenden Vorhang des Jahres 2022 und bevor wir uns mit tiefem Schlucken und innerer Resignation 2023 zuwenden, sprechen ein Wort des Mitgefühls aus für all jene, die es verdienen und insbesondere für die, die es nicht tun. Die Opfer der myanmarischen Militärdiktatur, die den Opfern scheinbar größerer und relevanterer Krisen, humanitärer Krisen auf der internationalen Bühne Platz machen mussten. Die indischen Flutopfer, welche im Sommer zu Tausenden ums Leben kamen. Die amerikanischen Opfer von Blizzards und Frost, die auch jetzt noch frieren und sich durch Schneemassen kämpfen, von denen wir hierzulande, zum Besseren oder Schlechteren, weit, weit entfernt sind. Die PlayStation 5-Interessenten, die 2022 noch nicht verstanden haben, dass das Privileg, Sony mittlerweile über 600 Euro für ihre Konsole zahlen zu dürfen, in etwa so nah an unserer Lebensrealität ist wie, ich weiß nicht, ein gutes Last of Us 2. Aber keine Sorge. Gerüchten zufolge arbeitet der Konzern schon an einer PlayStation 5 Pro. Die ist dann bestimmt leichter zu haben. Last of Us-Fans, welche auf die Realserie warten und sich dann neben aller Skepsis damit abfinden müssen, dass Ellie, deren Aussehen absolut ikonisch und dabei so leicht zu imitieren ist, von Bella Ramsey gespielt wird, die nicht mal mit einer Pilzinfektion im Hirn auch nur annähernd wie Ellie aussieht oder auch nur um 14 Ecken an sie erinnert. Aber in Game of Thrones war sie ja gut, also passt das schon. Die dummen Schweine, die sich 2014 das Remaster von Last of Us gekauft haben und jetzt mit einer weiteren Gelddruckneuauflage, Last of Us Part 1, konfrontiert wurden. Kein Problem, für das Franchise, das man so liebt, greift man ja gerne nochmals und tiefer in die Tasche. Das weiß ich. Das wisst ihr und das wissen die Köpfe dahinter. Die Bewohner Afghanistans, die erneut unter den unmenschlichen und grotesken Auflagen der Taliban leben müssen, insbesondere die Frauen, welche unter dieser Administration nun in den seltensten Momenten den Status eines menschlichen Wesens erreichen dürften. Die vierjährige Ariana Delain, die am Neujahrstag beinahe erschossen worden wäre, mit Sicherheit aber fürs Leben traumatisiert ist. Die Polizei traf nach über 4 Stunden am Ort des Geschehens ein. Das muss man allerdings im Kontext sehen, Ariana ist schließlich schwarz. Shinzo Abe, Premierminister Japan, von dessen Politik man halten konnte, was man wollte, der aber Japan auf die eine oder andere Weise nachhaltig geprägt hat. Und dafür nicht mal ermordet wurde. Queen Elizabeth II., welche am 8. September 2022 starb und länger gelebt und gewaltet hat, als die meisten von uns es jemals werden. Die Opfer der Hitzewellen und Dürren in Afrika, Europa und Amerika. Die hungrigen und zitternden Familien und ungezählten weiteren Leidtragenden der Inflation. Schwangere Frauen in Amerika, die nach dem 24.06.2022 nun keine uneingeschränkten Rechte zur Abtreibung mehr haben. Danke, lieber US Supreme Court. Vergewaltiger aller Länder, sammelt euch. Die Jagd ist eröffnet. Will Smith, der aus einem Moment falschen Stolzes und massiver Minderwertigkeitsgefühle heraus Chris Rock eine Ohrfeige verpasste, die nicht nur aus einer glatzköpfigen Fliege einen Elefanten machte, sondern auch noch seine Karriere beendete und ihn für immer als cholerischen, egozentrischen Pinkel enthüllte. Shit happens, wie der Franzose sagt. Die neidenswert naiven Pokémon-Fans, die auch mit den neuesten Geschenkgutschein-Pendants Kamezin und Purpur wieder einmal feststellen mussten, dass Game Freak keinerlei Interesse daran hat, den schlaffen Qualitätsschlong in absehbarer Zeit aufzurichten. Ukraine, ein Land, das invasiert wurde wegen Gier, Größenwahn, Ego, Machtspielen, verdrehtem Anspruchsdenken und Dummheit. Und dessen Menschen seitdem auf jede erdenkliche Art und Weise leiden.
und am Ende vermutlich dennoch gewinnen. Präsident Zelensky, der als Comedian angefangen hat und sich in dieser größten aller Krisen für sein Land zu einem Präsident gemausert hat, der ganz andere Witze auf Kosten eines bestimmten Diktatoren erzählt, mit einer hoffentlich bald folgenden Pointe. Aktivist Alexei Nawalny, der im Zuge der Ukraine-Invasion, Inflation und weiterer Katastrophen von der Welt vergessen wurde und noch immer im russischen Gefängnis malträtiert wird. Die Uiguren in chinesischen Konzentrationslagern, die überwacht und unterdrückt werden. Präsident Xi Jinping, der sich trotz größter Bemühungen, es zu verschleiern, immer mehr Winnie-Pooh annähert. Bedauerlicherweise nicht charakterlich. Wladimir Putin, der, kontrolliert von seinem monumentalen Ego und seiner galaxienumspannenden Gier, eine ungerechtfertigte, widerwärtige und zutiefst sinistre Invasion in Gang gesetzt hat, die wenige Tage andauern sollte und sich nun doch schon seit Monaten hinzieht. Immer und immer weiter offenbarend, welch pointenloser Witz das russische Militär schon immer war, ist und sein wird. Spasiba. Die russische Bevölkerung, die mehr und mehr unter dem tröpfelnden Geldhahn des Kremls bröckeln und ihren ehrenvollen Präsidenten dennoch bereitwillig weiterhin unterstützen wird. Denn Propaganda funktioniert und der Geschichtsunterricht in der Mittelschule war ohnehin sehr, sehr langweilig. Jene Disney-Puristen, die den kommenden Ariel-Realfilm bereits jetzt in den Tiefen des Ozeans versenken wollen, weil Ariel von einer schwarzen Schauspielerin verkörpert wird, was mit dem kaukasischen Disney-Original bricht. Bedauerlicherweise übersehen diese gebildeten und reflektierten Personen, dass das Original von Hans Christian Andersen stammt und die kleine Meerjungfrau darin grüne Haut hatte, gleich der von Rosenblättern. Disneys Ariel ist lediglich Fanfiction. Alle russischen Oligarchen und andere Kreml-Kernfiguren, die aus irgendwelchen Fenstern gefallen sind. In Russland müssen starke Winde wehen. Die brasilianischen Regenwälder, die in den letzten Jahren wie Grashalme aus einem amerikanischen Vorgarten niedergemäht wurden. Hoffentlich wird sich das nun ändern. Bolsonaro, der nach sorgfältigem Abwägen nicht genug militärische Mitverschwörer und berittene Einheiten mobilisieren konnte, um doch noch einen Wahlputsch anzustreben. Das hatte der salamigefärbte Kollege aus den Staaten einfacher. Die iranischen Demonstranten und Jina Mahsa Amini, welche am 16. September ihr Leben verlor und ein Regime offenlegte, das Regime-Dinge tut. Bleibt stark. Die Erde, die unter unserem Wirken oder vielmehr Nichtwirken weiterhin dahinschmilzt wie eine Kugel Schlumpfeneis bei 40 Grad im Schatten. Egal, wenn die kaputt ist, kaufen wir bei Best Buy einfach eine weitere. Die Menschen und insbesondere Flüchtlinge, die um 2050 herum noch am Leben sein werden und sich mit so unmittelbar spürbaren Katastrophen, klimatischen Desastern auseinandersetzen werden müssen, dass sie zu Millionen die europäischen Grenzen stürmen und dafür, wenn erst einmal allen privilegierten Mitteleuropäern klar geworden ist, wie heftig die Scheiße jetzt nach 100 Jahren eindringlichen Warnungen am Dampfen ist, mit scharfer Munition und Raketen niedergeschossen werden. Nicht, dass sie das aufhalten wird. Sammelt schon mal eure Dosenbohnen. Die Covid-Erkrankten, die auch 2022 ihr Leben an den Virus verloren haben. Elon Musk, der sich mit Twitter scheinbar ganz, ganz übel verzockt hat und der Welt seitdem anschaulich aufzeigt, dass einer der wichtigsten Punkte in der Stellenbeschreibung eines Multimillionärs offenbar ist, dass man ein absoluter Vollidiot sein muss. All jene Opfer der Querdenker, QAnon, Facebook-Gruppenbewegungen,
welche die Aufmerksamkeitsspanne und den Informationshorizont eines 14-jährigen Anime-Schulmädchens haben und sich wie eine stöhnende Zombie-Masse ausbreiten und wachsen. Die Kinder, die jetzt in diese Welt geboren werden und die bereits in früher Jugend die Konsequenzen der Nachlässigkeit unserer Großeltern zu tragen haben werden. Italien und Schweden, die rechten Regierungen zum Opfer fielen. Nicht die ersten, nicht die letzten, wie ich vermute. Und wenn irgendwann alle recht sind, ist es ja nicht mehr rechts, sondern Mitte. Die Stadionsarbeiter Katars, die dafür verreckt sind, dass wir in Europa und ein paar anderen Ländern uns das Fußballturnier eines Mafia-Clans ansehen können, das vom Drittplatzierten im Jeff Bezos Lookalike-Contest angeführt wird. Heute bin ich iranischer Protestant. Heute bin ich ukrainischer Soldat. Heute bin ich Sophie Scholl. Heute bin ich Jana aus Kassel. Die mutigen und toleranten Nationalspieler sämtlicher an der WM beteiligten Teams, die uns daran erinnert haben, dass, so sympathisch wir manche Spieler auf dem Rasen vielleicht auch finden mögen, es immer noch nur stinkreiche Sportprimaten sind, die sich, wenn's eng wird, einfach die schwitzige Hand über den Mund halten. Habe ich auch gemacht, aber nur, damit die Kotze nicht rauskommt. Der bedauernswerte Entwicklungsstaat Katar, der vollkommen zu Unrecht auf der internationalen Bühne verunglimpft und böswillig verleumdet wurde. Cancel Culture, bist du stolz auf dich? Die armen Republikaner Amerikas, deren Midterms nicht ganz so according to Keikaku verliefen. Keikaku means plan. Amerika, das möchte gern Staatsstreicher Donald Trump gewähren lässt und vor ihm vielleicht schon bald wieder auf die Knie gehen wird, mit weit geöffnetem Mund und tierischem Durst. Wohnungssuchende in Deutschland, insbesondere Ballungszentren wie Hamburg, München, Köln, Berlin oder Regensburg. Ich hoffe, ihr kennt da jemanden oder könnt 1200 Euro warm zuzüglich unvorhersehbarer Kosten und steigender Nebenkosten für 14 Quadratmeter mit Dachschräge im Erdgeschoss und drei Mitbewohnern auf den Tisch legen. Nein? Tja, dann bleibt ihr wohl bei Mama, ihr scheiß Loser. Hartz-IV-Empfänger, die in Zeiten von Inflation und Krieg ein Dasein in Armut fristen. Immerhin kommt nun bald das tröstliche Bürgergeld, was ja viel freundlicher klingt und dank der CDU auch in etwa das ist, was ihr bisher auch gekannt habt. Die Wobb Elementary School in Texas, die einen Amoklauf zu ertragen hatte, der einen sprachlos, aber leider alles andere als überrascht zurücklässt. Die Macher von House of the Dragon, die nach dem größten Zugwrack der jüngeren Fernsehgeschichte eine überzeugende Prequel-Serie abzuliefern hatten und das trotz dem vielversprechenden Drachensetting nicht geschafft haben. Es sollte House of the Family Drama heißen oder Desperate King Wives. Die Mitglieder der Alternative für Deutschland, denen auch 2022 noch der Mut fehlte, sich in NNSDAP umzubenennen, die neue nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei, mit Beatrix von Storch als Führerin und hoffentlich historisch korrekter Frisur. Gebt ihnen noch ein, zwei Jahre, vielleicht dann in der Koalition mit der CDU. Die Besucher der Buchmesse 2022, die sicherlich Trost darin fanden, dass man sein Scheißbuch ja auch zu Hause lesen kann. Möglicherweise dann 23. Das RPG-Atelier und die deutsche Maker-Szene, die seit Jahren untätig und lethargisch auf den definitiv ausweichbaren Abgrund zuschlittert und auch mit noch so lauten, zahlreichen und deutlichen Weckrufen nicht ihren faulen Indie-Arsch hochkriegt, um sich am Klippenrand festzuhalten. Good riddance. Alle Menschen, die in Einsamkeit, Depression, Angst, Unsicherheit und fehlender menschlicher Wärme verharren, unfähig der erdrückenden Dunkelheit zu entkommen.
die SPD und die Grüne, die nicht auf genug Prozente gekommen sind, um auf die FDP zu verzichten, welche fortan jede sinnvolle Entscheidung, Entwicklung und Erweiterung torpedieren würde und weiterhin wird, damit auch der wählende Firmen-CEO mit seinem mittelständischen Jahresgehalt von 4 bis 5 Millionen sich repräsentiert und wertgeschätzt fühlt. Ihr seid zu arm? Dann arbeitet doch mehr! All jene, die das Opfer heimtückischer kultureller Aneignung geworden sind. Darauf erstmal eine schöne Pizza, einen dicken Cheeseburger oder einen guten Grüntee. Robert Habeck, der sich als kompetenter und glaubwürdiger Politiker innerhalb der Ampel fühlen muss wie der Erzieher der Krippenkrabbelgruppe des örtlichen Walddorf-Kindergartens. Dankbare Empfänger des 9-Euro-Tickets, die nun trotz Job, Familie, Kindern und Rechnungen auch mal die Möglichkeit hatten, Ausflüge durch Deutschland zu unternehmen oder für den Arbeitsweg nicht 30% des Nettolohns abzudrücken. 49 Euro sind euch zu teuer? Dann kauft euch doch ein Cabrio! Avatar 2, ein Film, auf den wir 13 Jahre gewartet haben und der trotz all seiner audiovisuellen Opulenz ganz, ganz wenig zu sagen hat. Die unzähligen KünstlerInnen, die sich 2022 exponentiell und zukunftsgerichtet die Hosen einnässen, weil künstliche Intelligenzen wie Midjourney ihnen die Arbeit wegnehmen, ohne dafür 150 Euro zuzüglich Steuern für eine Pokémon-Commission von meinem süßen Knuddeluff und mir zu verlangen. Tja. Meine kleine Schwester, die im Mai 25 Jahre alt geworden wäre, die es aber leider nie auf die Welt geschafft hat. Die Menschen in meinem Leben, seien es Freunde, Ex-Freunde, Bekannte, Kollegen, User, Familie oder Fokus meiner Zuneigung, die ich nicht mit dem Respekt und der Aufrichtigkeit behandelt habe, die sie verdient haben. Dies sind einige wenige Beispiele für Menschen, Gruppen, Tragödien, die ein Wort des Mitgefühls verdienen. Oder eben auch nicht. Weder sind es alle Ereignisse, noch sind sie wichtiger als solche Ereignisse, die ich jetzt nicht genannt habe. Es ist ein kleiner, leiser Ausschnitt aus einer Welt, die gerade sehr düster und sehr kalt geworden ist. Aber vielleicht war sie das auch schon immer. Wir hatten nur die Heizung voll aufgedreht. Ich bin Joraiko, das war die Staubstube und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Jahr wieder. Garantiert geistlos. Gute Nacht.